Ich bin die Ria und ich bin die Arbeitsplatzplanerin bei der Bundesnetzagentur. Ich als Informatikerin habe einen Job gesucht, der nicht zu technisch ist und mehr in die Planung geht. Und das habe ich genau damit gefunden. Diese Berufsbezeichnung, Arbeitsplatzplanung, die gibt es gar nicht auf dem Berufsmarkt. Das macht das auch sehr spannend, weil ich im Endeffekt mit meinen Entscheidungen und Tätigkeiten dem Ganzen eine Form gebe und viel Gestaltungsfreiraum habe. Dadurch, dass ich im Ausland war und zurückgekommen bin nach Deutschland, war mir relativ schnell klar, ich möchte den öffentlichen Dienst. Ich möchte etwas machen mit Wert, wo ich selbst etwas zurückgeben kann. Ein wichtiger Punkt bei mir tatsächlich die Vielfältigkeit. Für mich als kopftragende Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund. Das wird nicht nur akzeptiert oder irgendwie gelebt. Tatsächlich wird mir das tagtäglich auf die schönste Art und Weise entgegengebracht. Es herrscht ein unheimlich positives, kollegiales Miteinander. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist und auch was ich sehr wertschätze.